und willkommen bei Spring German. Ich bin Denisa. Wenn du das Modalverb sollen lernen willst, solltest du dir dieses Video anschauen. Aber nicht nur zum Auswendiglernen. Nein, ich zeige dir Wortkombinationen, also Chunks. So kannst du dir das Verb sollen ganz einfach merken. Bereit? Los geht's! Erstens, ich soll. Mein Freund hat gerade Schluss gemacht. Oh nein, soll ich zu dir kommen? Nein, was soll's? Ach, Vanessa, tut mir wirklich leid für dich. Es hat einfach nicht sein sollen. Wenn du jemanden um Rat fragst oder Hilfe brauchst, dann benutzt du das Verb sollen. Zum Beispiel, soll ich zu dir kommen? Soll ich ein Kleid anziehen? Soll ich ihn anrufen? Aber du benutzt ich soll auch, wenn du einen Auftrag bekommen hast. Meine Mutter sagt, ich soll meinen Bruder anrufen. Ich soll einkaufen gehen. Ich soll um 10 Uhr zu Hause sein. Chunk Alert! Der Chunk für heute ist, was soll's? Was soll's heißt, ach, egal. Zum Beispiel, ich habe vergessen, Milch zu kaufen. Ach, was soll's? Das geht auch morgen. Willst du mehr hilfreiche deutsche Chunks lernen? Das kannst du in unserem Free Essential German Chunking Kit. Der Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück zum Video. Zweitens, du sollst. Der Arzt sagt, du sollst dich ausruhen. Soll das ein Witz sein? Ich muss arbeiten. Du sollst nicht arbeiten. Die Gesundheit geht vor. Soll das ein Witz sein? Ist ein Chunk, den du dir auch merken kannst. Auf Englisch heißt er, Is that supposed to be a joke? Du lernst Deutsch nur in der Schule? Soll das ein Witz sein? Abonniere Spring German und lerne Deutsch mit Spaß. Drittens, er, sie, es soll. Der Teufel soll ihn holen. Sag sowas nicht. Es hat einfach nicht sein sollen. Er soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Die Konjugation für er, sie und es ist soll. Weitere Beispiele. Er soll gehen. Sie soll ihr Zimmer aufräumen. Es soll so sein. Es soll so sein, heißt auf Englisch, it's supposed to be that way. Or it's meant to be. Hast du gehört, dass Vanessa gesagt hat, er soll bleiben, wo der Pfeffer wächst? Das ist eine Redewendung auf Deutsch. Auf Englisch heißt das, he should stay where the pepper is growing. Aber wenn du das sagst, er soll bleiben, wo der Pfeffer wächst, meinst du, dass er weit weg von dir bleiben soll. Interessant, oder? Stay tuned, because at the end of this video, I will do a summary in English. Viertens, wir sollen. Sarah, hast du Mama schon gefragt, ob wir zu der Party gehen können? Ja, sie hat gesagt, wir sollen erstmal unsere Zimmer aufräumen. Oh, wir sollen dies, wir sollen das. Sie soll nicht so streng sein. Wir sollen kann auf Englisch we are supposed to heißen. Beispiele für wir sollen. Wir sollen Milch kaufen. Wir sollen gehen. Wir sollen helfen. Für we should sagt man eher wir sollten. Ein paar Beispiele. Wir sollten gehen. Wir sollten aufhören.
wir sollten nett sein. Fünftens, ihr sollt. Okay. Hab dich auch lieb, Mama. Bye. Meine Mama hat gerade angerufen. Was hat sie gesagt? Du und dein Freund, ihr sollt mal zu Besuch kommen. Ihr seid herzlich eingeladen. Oh, das ist ja nett. Danke. Ihr sollt wird benutzt für indirekte Reden oder Befehle. Beispiele. Ihr sollt eure Hausaufgaben machen. Ihr sollt nach Hause kommen. Ihr sollt eurer Mutter helfen. Sechstens, sie sollen. Hast du schon das Gerücht über Maya und Linda gehört? Nein, was ist es? Sie sollen am Freitag gekündigt haben. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Oh Mann, die Arbeit wird langweilig ohne die beiden. Ja, das stimmt. Sie sollen nicht gehen. Sollen wird auch benutzt, wenn man über Gerüchte spricht. Ein paar Beispiele. Sie sollen gekündigt haben. Sie sollen tanzen. Sie sollen gehen. Now to our English summary. Siebtens, summary. So konjugiert man sollen auf Deutsch. Ich soll. Ich soll aufräumen. Du sollst. Du sollst dich ausruhen. Er, sie, es soll. Er soll gehen. Wir sollen. Wir sollen helfen. Ihr sollt. Ihr sollt gehen. Sie sollen. Sie sollen tanzen. Some chunks to memorize. Was soll's? Er soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Es soll so sein. Soll das ein Witz sein? You can translate sollen with should or to be supposed to. You can use it for indirect speeches, commands, or rumors. How good is your German grammar knowledge? Let's do a German grammar test. I made a whole video for that right here. Have fun!